Herzlich willkommen im Hyatt Regency Hotel. Schönen guten Tag. Eigentlich nehme ich ihn überall mit hin, wann immer es geht, und trenne mich auch eigentlich nur sehr ungern von ihm. Er ist erstmal ganz herzlich willkommen hier, das merkt man schon, wenn man reinkommt, hat ein ganz schönes Körbchen, also auch seinen Platz innerhalb des Zimmers. Wir kümmern uns eigentlich rund um die Uhr um die Hunde, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, also nur bis um 2 oder so, sondern wir kümmern uns halt wirklich auch die ganze Zeit. Ist doch ein guter Service für ein Hotel. Wenn es das jetzt auch noch für 3 Kinder geben würde. Dann hat er ein ganz leckeres Essen, was er hier bekommt. Für ihn genauso Urlaub wie für mich dann auch. Herzlich willkommen im Hyatt Regency Hotel Düsseldorf. Guten Tag. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen im Hyatt Regency Hotel Düsseldorf. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. Arnold, mein Name. Ich hatte reserviert für uns zwei, der kleine. Jetzt bitte. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Arnold, mein Name. Ich hatte reserviert. Ja, unser Regency Suite. Mhm. Und das Zimmer befindet sich auf der 18. Etage. Ah ja, sehr schön. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. Arnold, mein Name. Ich hatte reserviert. Ja, ich bin so, Frau Arnold, das ist einmal das Zimmerkärtchen auf der 18. Etage für Sie. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Vielen Dank. Komm mit. Wunderbar, also man fühlt sich sehr willkommen und war auch direkt vermerkt, dass wir zu zweit anreisen und ja, einfach schön. Ja, dem Hund wurde sofort die Tür aufgemacht, saß natürlich auch auf der Beifahrerseite, aber das war auch sehr schön, dass ich mich eigentlich gar nicht drum kümmern musste, konnte einfach ganz normal aussteigen und dann wurde Milo mir da übergeben. Das war toll. Schönen guten Tag, guten Tag. So, darf ich einmal das Essen servieren? Ja, gerne. Da hätten wir einmal Rinderfilet mit Rigatoni und gekochtem Gemüse für den Milo. Sitz. Und dann vielleicht schon einmal einen Teller herrichten? Dankeschön. Bitte sehr. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Bitte sehr. Und bitte. So, das wäre einmal der Club-Sandwich für Sie. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Vielen Dank. So, da hätten wir einmal unseren Club-Sandwich für Sie. Vielen Dank. Sehr. Einen guten Appetit wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Also
eigentlich nehme ich ihn überall mit hin, wann immer es geht, und trenne mich auch eigentlich nur sehr ungern von ihm. Er macht das zwar mit und ist dann auch brav, aber habe ihn eigentlich am allerliebsten bei mir. Auch mit ihm, weil er auch sehr lieb ist, funktioniert das eigentlich überall ganz gut und ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwo nicht gut ankommen würde. Nur manchmal darf man ihn einfach nicht mitnehmen. Ne? Also wenn man allein schon in eine Bäckerei reingeht, dann muss man ihn mal kurz draußen stehen lassen. Also ich achte schon darauf, dass wenn ich Hotels buche, dass Hunde eben überhaupt erlaubt sind. Das ist auch nicht überall der Fall. Und deswegen ist das hier auch besonders schön, weil man gar nichts mitbringen muss. Also man hat hier vom Hundenapf bis zur Decke und einem richtig schönen Körbchen alles, was man braucht, bis hin zum Futter sogar. Und dann ist das natürlich auch ganz angenehm, wenn man für den Hund eigentlich gar nicht packen muss. Ich glaube, es ist schon spannend für ihn. Freut sich natürlich auch, wenn ich ihn ab und zu mal dann abgeben muss oder möchte, wie das, wenn man ins Spa geht oder ähnliches. Dann freut er sich auch wieder auf mich und wir freuen uns wieder zusammen zu sein. Und ansonsten ist es eigentlich ganz unproblematisch und für ihn genauso Urlaub wie für mich dann auch. Er ist erstmal ganz herzlich willkommen hier, das merkt man schon, wenn man reinkommt, hat ein ganz schönes Körbchen, also auch seinen Platz innerhalb des Zimmers mit einer schönen Decke, die man auch mal woanders hinlegen kann, hat sogar einen eigenen Brief bekommen vom Concierge, wo er überall mit darf und wo nicht, da gibt es ja auch so ein paar Bereiche, was aber auch völlig in Ordnung ist, und dann hat er ein ganz leckeres Essen, was er hier bekommt, und kann eben auch jederzeit raus, auch wenn ich mal nicht die Zeit haben sollte, ist immer jemand da und eben auch professionell, der sich um ihn kümmert, und das ist einfach schön. Fühlt man sich oder fühle ich ihn immer gut aufgehoben? Ja, in jedem Fall. Also es ist ja auch alles für ihn dann da und vorbereitet und deswegen bezahle ich das auf jeden Fall gerne für ihn. Ronald, hallo, ich wollte meine abholen. Freut sich schon. Ja, hallo. Wie lange haben Sie denn jetzt geplant? Ich bin jetzt 2 Stündchen im Spa, ja? Und dann wäre es schön, wenn Sie mir den in 2,5 Stunden ungefähr wiederbringen. Na klar, mache ich gerne. Habe ich noch kurz Zeit, mich anzuziehen und wunderbar. Ein bisschen rausgehen. So? Ja. Ist noch sonst irgendwas zu beachten? Eigentlich gar nicht. Ganz wunderbar. Unkompliziert und freut sich schon jetzt auf draußen. Danke. Dann viel Spaß Ihnen. Bis später. Tschüss. Bis später. Tschüss. Hallo, komm. Milo freut sich schon. Ich wollte Milo abholen, genau richtig. Danke. Schön. Ja, dann viel Vergnügen und dann bis später. Vielen Dank. Hallo. Ich bin jetzt 2 Stunden weg und wäre schön, wenn Sie mir den in 2,5 Stunden ungefähr wiederbringen können. Ein bisschen rausgehen. Ja, Milo freut sich schon. Schon. Ja, sehe ich gerade. So, wir gehen jetzt raus. Ist noch irgendwas zu beachten? Nee, ich bin in 2,5 Stündchen auf jeden Fall wieder hier oben. Wäre schön, wenn Sie dann zurückbringen. Das machen wir gerne. Okay. Danke. Dann viel Vergnügen. Tschüss. Hallo, Frau Arnold. Hallo. Milo abholen. Hallo. Milo freut sich schon. Ja, super. Muss ich irgendwas beachten? In 2,5 Stündchen sind wir wieder da. Okay, super. Machen wir so. Dankeschön. Bitte gerne. Ja, für die Besitzer ist es auf jeden Fall praktisch, ne? Dann kann man auch Termine wahrnehmen, ohne jetzt darüber nachzudenken, was mache ich jetzt mit dem Hund oder kann ich den mitnehmen? Und dann einmal losgehen, bitte. Dankeschön. Dann einmal losgehen, bitte.